Also für mich ist No Regrets ein Wegschauen. Ich habe zwar ein Herz gebrochen, aber No Regrets, Mann! Leute, ich habe diesen Satz schon so oft gehört und tatsächlich habe ich ihn auch schon tätowiert gesehen auf der Brust von mehreren Männern in meinem Fitnessstudio. No Regrets. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, dass es ein Satz ist, der sich so ein bisschen durch unsere Generation hindurchzieht. So, ich bereue nichts, was gestern war, weil ich lebe im Hier und Jetzt und heute. Und ich kann den Gedanken verstehen, so dieses Momentane, das Aufsaugen von dem Jetzt, von der Präsenz. Irgendwie, ich will nicht im Gestern stecken bleiben. Und ich glaube, dass da auch richtige, initiale Gedanken bei sind. Also, dass ich mich nicht verliere in meiner Vergangenheit. Aber, dass unsere Vergangenheit auch durchaus wert ist, mal betrachtet zu werden. Und ich stimme dem einfach nicht zu. Und ich habe mehr und mehr hineingespürt in diesen Satz und auch in diese Rebellion, die sich mir innerlich irgendwie geboten hat. Also ich habe dem zugehört, so okay, no regrets. Und ich kann mich damit einfach nicht identifizieren, denn ich bereue Dinge in meinem Leben. Und ich glaube wirklich, dass es auch Dinge geben sollte, die wir, wenn wir sie in der Vergangenheit betrachten, bereuen können, dürfen und sollen. Da geht es einerseits um dein eigenes Herz und mein eigenes Herz, wenn ich Dinge gemacht habe, die mir in der Zukunft nicht wohlgetan haben. Aber da geht es vor allem auch um die Interaktion mit einem Gegenüber. Ich bereue, wenn ich auf meine Schulzeit gucke, ich hatte da meine Freundin und irgendwie ist diese Relationship, mein Englisch. Ich hatte meine Freundin und irgendwie ist diese Beziehung an irgendeinem Punkt gekippt und ich kann euch hundertprozentig sagen, das war, weil mein Herz neidisch war, weil ich ihr irgendwie dieses Leben, was sie hatte, das fand ich irgendwie beneidenswert und Mein Herz war nicht in der Lage, das einzusehen und irgendwie wurde ich einfach abweisen. Und das ist etwas, wir haben es ausgesprochen, das ist alles beseitigt, aber das ist etwas, was ich bereut habe und wo ich meinem Herzen stattgeben musste, dem nachzugeben und da aufzuräumen. Ich glaube, es gibt Dinge in unserem Leben, über die dürfen wir nochmal nachsinnieren und betrachten, wie will unser Herz eigentlich damit umgehen. Denn ich würde behaupten, diese Einstellung, no regrets, es geht immer weiter, die kann unser Kopf gut mitmachen. Wir können verdrängen, wir können an Dinge nicht mehr denken, wir können Nummern löschen, Menschen aus unserem Leben streichen, unsere eigenen Fehler irgendwie in der Vergangenheit relativieren. Aber unsere Seele, unser Herz, kommt da manchmal einfach nicht nach. Wir können anderen Wunden antun, aber wir können auch selbst verwundet werden durch andere oder durch unsere eigene Entscheidung. Und ich habe da so ein Bild. Menschen sagen immer, Zeit heilt das. Da wächst Gras drüber, das relativiert sich alles. Und ich würde sagen, ja, Zeit ist eine Komponente. Wir brauchen Zeit, dass etwas heilt. Aber Zeit ist eben nur eine von meiner Meinung nach mehreren. Denn was macht Zeit? Was macht zeitliche Distanz? Zeitliche Distanz relativiert. Es führt dazu, dass man verschiedene Situationen in einen größeren Kontext einbettet, dass es nicht mehr so gravierend, nicht mehr so dramatisch ist, wie es im ersten Moment war. Ich glaube, es gibt Dinge in unserem Leben, auf die gucken wir zurück und sehen, oh krass, ich wurde da verwundet oder ich habe jemanden verwundet oder ich habe mich selbst durch meine eigene Entscheidung verwundet. Und wenn ich mir jetzt eine Situation vorstelle, stellt euch vor, ihr kommt zu mir oder jemand kommt zu mir in die Notaufnahme mit einer offenen Wunde. Er oder sie ist gestolpert, diese Wunde ist offen, ist dreckig, es war irgendwie im Wald. Ich spüle die Wunde frei und aus. Ich befreie sie von dem Dreck, ich befreie sie von den Dingen, die da nicht reingehören. Und dieses Ausspülen tut weh. Wenn ich das übertrage auf unsere inneren Herzens- oder Seelenswunden, dann sind das Dinge, die wir in den Blick nehmen müssen, wo wir uns auch unserer eigenen Verantwortung und Schuld stellen müssen, das erkennen müssen, einsehen müssen, uns bewusst sein müssen, wenn wir das jemand anderem angetan haben, aber auch wenn uns das angetan wurde. Ich glaube, manchmal muss man in diesen Schmerz hineingehen, so wie in dieser Wunde, sodass sie freigespült werden kann. Dann kann ich die Wundränder adaptieren, also aneinander annähern, je nachdem wie groß die Wunde ist, und sie verbinden und denjenigen wegschicken mit der Zeit und auf einen Heilungsprozess. Ich muss mich um diese Wunde aktiv kümmern. Warum? Was passiert, wenn ich das nicht mache? Ich habe eine lokale Wunde, eine lokale Entzündung. Wenn ich sie nicht freispüle, wenn ich sie nicht von den Keimen befreie, wenn ich sie nicht säubere, dann passiert Folgendes. Aus einer lokalen Entzündung wird eine systemische.
Denn das Blut fließt durch unseren ganzen Körper und der Dreck in dieser Wunde, der fließt von dieser einen Stelle durch den ganzen Körper und führt zu einer Sepsis, zu einer systemischen Infektion. Und ich glaube, genau das kann mit unseren Herzens- und Seelenswunden passieren, wenn wir sie nicht befreien von dem ganzen Dreck. Dann wird nämlich unser Herz bitter. Es wird eine Infektion, eine Entzündung, die den ganzen Körper einnimmt und unser Herz bitter macht. Und vielleicht kennt ihr das in eurem Leben, wenn ihr auf Dinge zurückguckt, wo ihr versagt habt, wo ihr gescheitert seid und ihr glaubt seitdem den Satz, ich kann das einfach nicht. Ich bin einfach nicht dazu fähig. Es geht immer kaputt, wenn es in meine Hände geht. Oder ich bin einfach nicht liebenswürdig. Diese Beziehung ist zerbrochen und es liegt einfach an mir. Es sind Identitätsdinge geworden. Einzelne Situationen, die gescheitert sind, wo ihr verletzt habt oder wo ihr verletzt worden seid, wurden aus einer Situation heraus, aus einer Begebenheit, aus einer Begegnung zu Identitätslügen. Ich will das mal ganz klar so benennen. Und ich kenne viele, viele Menschen, die Zeit vergehen lassen, aber sich niemals heilen und deren Herzen bitter sind. Und wisst ihr, ich muss da auch drauf aufpassen, dass wenn ich quasi verletzt worden bin, ich nicht dem nächsten Menschen begegne und irgendwie direkt misstrauisch bin, dass das nochmal passieren könnte. Oder aber im noch schlimmeren Fall, ich jetzt diejenige bin, die eine Wunde zufügt, bevor ich verletzt werden kann. Ich kann es nicht rückgängig machen. Aber ich kann mich durchaus meiner Vergangenheit stellen und erkennen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Ich kann Einsicht zeigen und ein Bewusstsein dafür haben und dann auch heil werden, durch diesen Prozess gehen. Warum? Um in eine Zukunft zu schauen, um in einer Zukunft zu wandeln, auf sie zuzugehen. Und das wollen wir alle. Und Dinge anders zu machen, besser zu machen, aus Erfahrungen, die wir gelernt haben, zu lernen und sie nicht zu wiederholen. Ich glaube, no regrets kann einen blind machen für das eigene Herz und für das Herz des anderen, weil wir gar nicht die Konsequenz unseres Handelns absehen. Wir tun etwas und sind schon wieder weiter. Egal, was daraus geworden ist. Egal, ob es jetzt gerade echt eine Zerstörung gebracht hat oder Freude. Was auch immer, ich bin ja schon weiter. No regrets, es ist der nächste Tag. Ich glaube, wir können für unsere Verfehlungen mit Gottes Gnade rechnen. Und diese Gnade hat kein Limit. Es ist nicht so, dass ich sage, boah, ich habe das jetzt schon in meiner Vergangenheit 10-mal, 15-mal, immer wieder scheitere ich an der gleichen Sache und jetzt ist es mal genug. Nein, diese Gnade ist unerschöpflich, aber ich bereue und ich bitte um Vergebung und ich weiß, dass sie da ist und dass sie bereitsteht. Ich persönlich muss und will, um sie anzunehmen, mir bewusst sein darüber, dass ich sie brauche. Dass ich schuldig bin, dass ich Schuld auf mich geladen habe und dass es pure Gnade und Liebe war und ist, dass dieser Jesus diese Schuld schon getragen hat und mich freigekauft hat mit seinem Tod am Kreuz und erlöst hat. Ich kann über mich selbst Vergebung walten lassen, Gnade walten lassen, weil mir vergeben ist. Und ich glaube, eine weitere Herausforderung ist, das von mir auch weiterfließen zu lassen zu meinem Gegenüber. Denn wir haben ja gesagt, es gibt verschiedene Situationen. Es gibt Situationen, da baue ich Mist an einem anderen, an mir selbst. Aber es gibt auch Situationen, da bin ich irgendwie schuldlos reingeraten. Und ich glaube, dieses Ausspülen, dieses Freispülen, das erfordert Konfrontation, das erfordert in den Schmerz reingehen und das erfordert dann auch ein sich loslösen, nicht daran festhalten und gewillt sein, in eine Zukunft gerichtet zu schauen und zu blicken und heil zu werden. Und wenn ich mir diesen Satz durchlese aus Sprüche 4, Vers 23, über allem bewahre dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben, und den dann zusammenbringe mit No Regrets, dann glaube ich, dass No Regrets eben genau das nicht tut. Der Blick wird nicht auf das Herz gerichtet, nicht darin gerichtet, was eigentlich da ist, sondern auf das Morgen, weil wir uns dem heute nicht stellen wollen. No Regrets ist für mich zu oberflächlich, es ist zu leicht. Unsere Handlungen haben Konsequenzen. Wenn ich etwas hinterlasse, sei es ein Schlachtfeld oder die Freude deines Lebens, irgendetwas habe ich getan und daraus ist eine Konsequenz entstanden. Und wenn ich einfach weiterziehe, mich dem nicht mehr aussetze, nicht mehr mich mitfreue oder mit dir weine, mit dir heil werde, mit dir diese Sache angucke oder mit dir feiere, sondern einfach wieder auf dem Weg nach weiter bin, dann glaube ich, dass eine ganz große Gefahr ist, dass unsere Herzen blind werden für uns selbst, für das Bewusstsein darüber, wer wir sind und was unsere Handlungen für Auswirkungen haben und auch für unser Umfeld. Wir werden blind und taub und stumm für all jene,
die im Austausch mit uns leben, die in Beziehung mit uns leben, weil wir ja immer schon weiter sind. Wir sind ja immer schon am nächsten Schritt und irgendwie war das eine Phase, aber sie ist halt jetzt nicht mehr. Jetzt kommt die nächste, aber da sind wieder Menschen. Wir werden selten verletzt von irgendwelchen Computersystemen. Es sind immer du und ich, es ist immer ein Wir. Und ich wünsche mir, dass wir, auch wenn wir Dinge nicht rückgängig machen können, dass wir zurückgehen können, um Frieden zu schaffen, um Wunden auszuspülen, um Gnade reinzusprechen, um Gnade auszusprechen, weil ich glaube, dass Gnade ein Teil des Heilungsprozesses ist und dass nur so wieder was zusammenwachsen kann, heil werden kann und dass ich dann mit diesem heilen Herz in eine Zukunft gehen kann. Wenn das nicht passiert und ich bitter werde, dann werde ich am nächsten Tag, an diesem Morgen, wonach ich strebe, wieder genau das Gleiche tun, wie in dem Gestern, das ich nicht mehr betrachte. Wenn ich mir das nicht zu Herzen nehme und nicht auf mein Herz schaue, dann, so sagt es mir Sprüche 4, Vers 23, strömt aus meinem Herzen auch nicht mehr das Leben. Das Leben wird ärmer, definitiv weniger reich an Liebe, an Güte, an Freundlichkeit dem anderen gegenüber. Ich werde bitter und vielleicht griesgrämig und immer misstrauisch einem gegenüber. Und ich persönlich wünsche mir für dein Leben, für dein Herz und für mein Leben und für mein Herz eines, das übersprudelt und überfließt von Liebe und von Leben. Achtet auf euer Herz. Und wenn ihr dieses Video jetzt gesehen habt und ihr sagt, boah, ich habe da noch was in der Vergangenheit, das ist irgendwie noch nicht besprochen, das ist noch nicht abgeschlossen, da ist noch kein Frieden, dann ermutige ich euch, geht in diese Situation rein, reißt die Wunden auch auf, wenn es sein muss und spült sie frei, denn da ist Heilung und da ist das Leben im Überfluss, was von dir zu anderen und von anderen zu dir fließen soll und kann. Und vielleicht, wenn wir uns nächsten Mittwoch wiedersehen, hier wieder auf diesem Kanal, ist euer Herz leichter und euer Leben reicher.